Da muss ich jetzt sagen, das haben wir in einer Nacht- und sogenannten Nacht- und Nebelaktion bei mir auf dem Küchentisch, bloß dass ich da Vorstellung habe, die Sache, wo den Klaus so weggepfiffen hat in Almenau, das ist der Kannenspiegel mit Lichtchen drin, wie aus einem Tetraeder, mehr oder weniger eine Kugel wird, wenn du dich im Zentrum befindest. Das ist natürlich auch so, dass wir das bloß auf dem Küchentisch ganz kurz einmal aufgebaut haben. Es sieht extrem spektakulär aus, wenn das auf einen Millimeter genau die Lämpchen stehen. Wir lassen es einfach mal laufen und dann kommentiere ich das. Nur ganz kurz. Das ist also hier jetzt, das sind zwei Spiegel, die bilden eine Kante und wir machen einen dritten Spiegel dazu. Und wenn man von oben drauf schaut, habe ich hier, das ist das sogenannte Tetragramm, das ist Jahwe. Das ist J, J-H-W-H und das ist immer übrigens in den Geometrie Explorer der volle Wert. Wenn ich jetzt hier, muss jetzt ein wenig hin und her schalten, wenn ich jetzt J-H-W-H eingebe, wenn sich da mal welche fragen, was das bedeutet. Schau, wir haben hier die 26. 26, ist klar, J-H-W-H. Und da ist unten ist der Pyramidenwert. Das ist 72, eine ganz wichtige Zahl. Wie kommt es zu der 72? Es ist ganz einfach, du zählst jetzt hier durch. Zuerst ein J, dann ein JH, dann ein JHW und dann unten JHWH. Das heißt, ganz oben ist der erste Buchstabe, in der zweiten Reihe die ersten zwei Buchstaben, dann in der dritten Reihe die dritten drei Buchstaben und in der vierten Reihe alle vier. Und diese Pyramide, die sich aufbaut, wenn du das alles zusammenzählst, hat es dann 72. Und das nennen wir das klassische, in der Kabbala wird das oft benutzt. Das müssen wir hier, wäre es wert, das wirklich zu studieren, nur die Kleinigkeiten, die hier angerissen werden. Und jetzt gehen wir in das Video rein nochmal. Und das ist jetzt genau J, JH, JHW, JHWH. Das ist diese 72. Und jetzt passt auf, genau genommen, könnt ihr euch vorstellen, dieses Eck, das ist der Spiegel. Ich sehe das hier nicht. Ups. Das sind die zwei Spiegelseiten und das ist der sogenannte Abschlussspiegel. Ihr habt es ja in der Mutation, erkläre ich das genau. Ist es also so, das ist eine Spiegelkante und hier legen wir das drauf. Und wenn du jetzt dieses Eck von oben siehst, das, was innerhalb dieser Spiegel ist, das nenne ich intern. Und tern auf Griechisch, tern, Entschuldigung, auf Lateinisch terni, das lateinische Wort terni heißt auf die Frage, wie viel, drei. Das, wenn ich jetzt frage, wie viele Spiegel sind es, wird im Lateinischen wird man das terni nennen, das heißt drei. Drei wiederum ist ja die Reihe und die heißt Öffnung und Reihe heißt Spiegel, dann heißt es ein geöffneter Spiegel. Das ist dieser eine Spiegel, der muss zuerst einmal drei werden, weil unter drei geht nichts. Retraoze. Du brauchst diese Antithese-Synthese. Wenn du eins wegnimmst, sind die anderen zwei mit weg. Das hörst du in den ersten Vers von Laozi. Steht es drin. Interessant ist, wenn ich jetzt den Großbuchstaben am Anfang von der 3 als griechischen Großbuchstaben anschaue, gematrisch ist ja das Dalet, die 4, im Hebräischen ist ja als Ziffer gelesen, gematrisch ist es eine 4, das D, A, B, C, D, das Delta im Griechischen und der Großbuchstabe Delta, kennt jeder, sieht aus wie ein Dreieck. Ist aber auch in der griechischen Gematria die 4, ist nur eine Seite doppelt dicker, die am Rand. Interessant, dass die 4 wie ein Dreieck aussieht. Das sind jetzt drei Spiegel, aber wir müssen ja oben reinschauen, wir brauchen den Abschlussspiegel. Und jetzt denkst du dir an Einheitskreis. Im Einheitskreis hast du 4 Quadranten. Du hast plus plus, plus minus, minus minus, minus plus. Plus plus, das wie wir uns jetzt ausdenken, ist rot geschrieben, das ist wie wenn du an Geist denkst oder nichts denkst. Das müssen wir eigentlich wegmachen. Und dann fällt die Kante und wenn wir das jetzt zusammenklappen, kriegst du eine Ecke. Und den, wo wir wegmacht haben, den Plus Plus, den legen wir hinten drauf als die rote 4. Die rote 4 heißt abschließen, weil die blaue 4 Öffnung heißt. Einfach den Gedanken mitgehen. Und jetzt pass auf, jetzt gehe ich mit der Kamera. Ich kann natürlich durch die Spiegel nicht durchgehen. Das heißt, ich kann bloß reinschauen. Wenn du jetzt über diese Kante in die Ecke reinschaust, spiegelt sich das ja. Und du hast erst einmal, das ist intern. Also das mittlere, wo dieser Tetragramm steht,
Und wenn du jetzt angenommen, du wärst jetzt das mittlere Licht und du würdest in diesen Synthesespiegel reinschauen, siehst du ja in dem Spiegel die Ecke, die hinter dir ist. Könnt ihr euch vorstellen? Nein? Also pass auf, das ist jetzt ein Spiegel. Das ist die Kante, das ist die Ecke. Das ist eine Spiegelecke. Und das ist vor oben das Dreieck und das ist auch ein Spiegel. Okay, das sind die drei Spiegel. Es ist jetzt so, wenn du jetzt da drin wärst und du wirst in den Spiegel reinschaust, siehst du in dem Spiegel genau das, was hinter dir ist. Das heißt, dass genau genommen dieses Interne innerhalb dieser Spiegel ein Extern erzeugt. Das aber nur eine Illusion ist, weil das ist ja nur in dem Spiegel. Stimmt oder stimmt? Und das ist jetzt der Witz dabei. Und was ist dieser Spiegel? Ich nenne das Eltern. El ist Gott. Das ist der eigentliche Rai. Also der eigentliche Spiegel, der Kopf, der schreibt sich Rai, der Kopf, der nicht existiert. Das ist der rot geschriebene Kopf. Und jetzt musst du das spiegeln, in dem Moment, wo du dir was denkst. Passt auf. Ich stehe vorm Spiegel, ich, Brösel, da ist der Rai, ich schaue mich an und dann sage ich, das bin ich, wenn ich unbewusst bin. Ich sehe ja, wenn das jetzt die Spiegelkante ist, ich sehe ja mich. Das ist übrigens im Alltagsbewusstsein, fällt dir das gar nicht auf, dass du, wenn du reinschaust, eigentlich hier jemanden vor dir stehen siehst, du vergisst dich, dass spätestens, wenn du einen Pickel ausdrückst, dann macht der das ja. Jetzt ist aber, pass auf, der, ich sage, hier ist der Spiegel von euch gesehen, der ist ja dahin, gibt es ja gar nicht. Von oben gesehen, was ich, dass dieser Raum vor mir ein Traum ist, ich verwechsel mich mit einer ausgedachten Figur. Okay? Wenn überhaupt, ist das, was mir da erscheint, im Spiegel selber, im Rai. Und ich vorm Spiegel bin in einem dreidimensionalen Raum. Jetzt, wie sieht es aus, wenn das Rai, dieser Kopf von AI, vom Schöpfergott, AI ist der Schöpfergott, was auch nichts heißt, dasselbe Wort heißt übrigens auch Insel. Das macht für euch keinen Sinn, aber passt mal auf. Das göttliche Sein und hin in L. Und dann schreibe ich das so und in der Mitte machen wir S rein und das S, die 60, steht für die aufgespannte Raumzeit. Könnt ihr euch das vorstellen? In L ist S, ist die Raumzeit. Und die hängt man in diese vier Spiegel rein. Ich mache jetzt das nur zweidimensional. Intern. In den dreien, das, was mir hier einspannt, ist extern. Extern heißt herausgetreten. Das in der Mitte ist Eltern. Das sind die drei von Gott. Du siehst jetzt da, dass ich definitiv jetzt Folgendes mache. Ich sage jetzt, ich bin der Spiegel selber. Und sobald ich an mich denke, ist im Spiegel ein Gedanke, das ist ein Wellenberg. BRG heißt im erweckten Geist. BRG. B ist innen als Vorsilbe, R heißt erweckt, G heißt Geist. G ist schon wieder drei. Das sind die drei. Ich könnte jetzt lesen, in der erwachten drei. Sie können folgen, andere haben Fragen zeigen auf den Augen. Es ist halt so. Okay, in diesen erweckten drei, sobald ich jetzt zum Beispiel in mir, ich sage mir mal Meeresspiegel, UB ist das Meer, El Hayom, es kommt eine Eruption. Die Eruption ist, dass ich einen Wellenberg aufschmeiße und der Wellenberg ist der Wasser. Sobald ich in mir, im Meer, das er immer ist, einen Wellenberg aufschmeiße, der untrennbar dasselbe Wasser ist wie mein eigener Geist, prägt sich in mir das Dahl. Und das ist jetzt praktisch der Raum, in dem der Brösel sich hineindenkt, der Traum, in den der Brösel sich hineinsteht, der Formspiegel steht. Ich habe jetzt nicht Form, sondern Form, der zu Form geworden ist. Der ist vorm Spiegel. Wir haben nämlich ein Formspiegel, ZR, zu Form werden heißt die Geburt einer Berechnung, und ein hinterm Spiegel, was eigentlich hinter steht schon, das Inter drin, im Spiegel selber ist. Jetzt kippt es um, dass die Bedeutungen der Worte plötzlich genau das Gegenteil waren. Nochmal, wenn ihr Worte hört, entsteht in euch eine Vorstellung. Und jetzt ist es ganz einfach so, dass ich immer wieder sage, beobachte, es gibt Worte, die für dich nur negativ sind. Und es gibt Worte, die nur positiv sind. Und wenn du auf einer Stufe höher bist,
ist jede Vorstellung von richtig, erzeugt ein Gegenteil, eine Kehrseite, verkehrt. Und sobald du auf der Kehrseite bist, ist die Kehrseite richtig und das, was vorher richtig war, verkehrt. Das gehört untrennbar zusammen. Umso positiver was wird, entsteht im selben Moment das Negative. Ich sage, ihr gebt mir doch alle am Arsch vorbei, ist eine Lieblosigkeit, eine extreme Lieblosigkeit, da muss im Hintergrund eine unendliche Liebe stehen. Weil ich doch immer sage, ich werde euch heim holen, zurück zu mir. Das setzt aber voraus, dass ich das, was du jetzt zu sein glaubst, vernichte. Ich kann einen keine Welle heimholen und die da außen lassen. Obwohl die außen ist nur außerhalb. Und jetzt kommt was ganz was Tolles. Ich habe doch gesagt beim Hassen, das Hassen schreiben wir doch mit zwei S. Und der Hass früher schreibt man doch auch mit einem scharfen S, haben wir gesagt. Und das scharfe S sieht doch aus wie das griechische Beta. Darum ist es das Beta am Ende, ein B am Ende heißt immer außerhalb. Und das B am Anfang heißt innerhalb. Jetzt schau dir mal das an. Inner Ha'al, Ha'al heißt der Gott. Inner Ha'al ist B, halb. Das Außen schreibt man auch mit einem scharfen S. Und wir setzen in dem Wort Außen einmal ein B und dann kriegen wir A, U, B, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Und was war das? Unsere Beschwörungskunst. Das heißt, das Außen wird durch dich beschworen. A, U, B, die Schöpfungen aufgespannt, als S ist auch Raumzeit. So kommen wir natürlich nicht weiter. Wenn ich euch jede Kleinigkeit aus der Nase rausziehen muss. Die Nase schreibt sich übrigens ab. A, B, nur A, B. Das ist das schöpferische Wissen. Abi, das schöpferische Wissen deines Intellektes. Abi ist das hebräische Wort für Charakter. Das nennt sich dann übrigens auch Nase. Das heißt, du hast ein Benim, ein Inneres, das zu Banim wird, zu deinem Gesicht, zu deiner geistigen Sicht wird. Und das, was über diese geistige, wenn man Cyberspace-Brille, und sobald die Cyberspace-Brille dich aufsetzt, die ist ja so, sobald ich da eine Ecke vor mich, ein Horn, ein Karen, Kor heißt eine affin berechnete Existenz, Kofresh nun, eine Ecke reinmache, schau doch mal, was hier passiert. Und was steckt da drin? Facetten, die Lügen, die Nasenflügel, weil die ja gar nicht da außen sind, wenn ich ja so die Brille auf habe. Ich kann mich erinnern, Jan bringt eine VR-Brille mit und dann ist da so auf dem Tisch, du hast da so imaginäre Hand, du hast hier die Brille auf und du bist in einem Raum und dann steht der Aschenbecher, da ist eine Zigarre drin. Und dann hast du, dann lange ich hin und dann kommt die Hand, dann nehme ich die Zigarre, dann drehst du die so und es ist, hier ist ja Schluss, da sind ja die zwei Monitore. Dann hast du hier die Hand, hier steckt hier Zigarre. Und dann drehst du die und ich so, boah, du kannst dann richtig Cohiba ganz nah vor dir das Schild lesen und jetzt wird es interessant. Dann halte ich die unten, ich sehe ja nur, müsst ihr euch ja mal vorstellen, du siehst ja nur bis hier. Dann halte ich die hin und dann macht es klack und dann siehst du hier die Zigarre. Wenn du so jetzt runterschaust, obwohl du ja die Brille auf hast. Du siehst die Zigarre, dann lange ich hin einmal Feuerzeug. Dann gehe ich, klick, dann brennt, hast du die Hand, du siehst die Hand mit dem Feuerzeug und dann gehe ich vorne an die Spitze hin und interessant ist, du kannst fast nicht anders, sobald dieses Feuer, diese illusionäre Zigarre hast, machst du. Es ist ein Mechanismus, du bist so programmiert, du kannst gar nicht anders. So, aber jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Das ist von oben. Ihr seht jetzt, das spiegelt sich jetzt rum. Und jetzt kipp's einmal. Was jetzt wichtig ist, wenn die richtig auf dem Millimeter stehen, dann hast du eine totale Flucht von hier rein bis ins Unendliche. Und zwar kannst du so schauen oder so. Das ist immer, die sind natürlich jetzt, wenn das ein bisschen verschoben ist, weil das wird, das ist viel beeindruckender. Schaut doch mal hier diese Reihe. Seht ihr die? Die wird jetzt, da geht sie durcheinander. Wenn die richtig stehen, die biegen sich ein bisschen, die fallen hier zusammen. Seht ihr die Reihe und die Reihe, die macht so einen Bogen. Wenn das exakt im 90-45 Grad Winkel ist, dann würden die Lampen, absolut, ich habe das schon mal aufgebaut, ich sage, wenn wir jetzt einen Etat hätten in einem Museum oder in einer Universität,
kann man das aufbauen, dann siehst du, die Reihen sind ein absoluter Strich in die Richtung. Wenn du in die Richtung schaust, sind die alle ein Strich und in der Richtung natürlich auch. Das ist jetzt nur, wie gesagt, in einer Nacht- und Nebelaktion haben wir das kurz zusammengeschustert, weil ich da so oft davon spreche. Stopp! Jetzt pass auf, dieser Winkel, das ist eine Kante, ich muss nochmal zeigen. Das stehen zwei Spiegel, stehen nur so. Magst du mal von vorne gesehen. Einen Spiegel stellen wir da drauf und da stehen die Lämpchen. Und wenn du jetzt außen bist und du schaust über diese Kante, dann siehst du, wenn die genau 45 Grad, 90 Grad und das senkrecht steht, siehst du eine unendliche Ebene. Und wenn ich jetzt den Spiegel nehme und ich kippe den ganz leicht weg, dann krümmt sich vor mir diese Ebene. Und wenn ich jetzt in den Spiegel reinschaue, schaust du von oben auf eine Halbkugel drauf. Das heißt, eine Hälfte ist in dem Spiegel, die Spiegelung von dem da drinnen ist die Spiegelung. Und umso weiter ich das kippe, geht es zusammen. Und jetzt wichtig ist, dass dieses Dreieck plus das intern, extern, dass das eigentlich ein Quadrat bildet. Und die Kugeloberfläche aus Quadraten besteht, die, wenn die sich krümmt, über die Diagonale eigentlich immer mehr zusammenfällt. Und mit jeder Krümmung werden das weniger Dreiecke. Interessant, wenn ich es jetzt andersrum mache, das geht natürlich schlecht, weil ich den Spiegel ja nicht reinschieben kann, den müsste ich jetzt dann jedes Mal zuschneiden, dann wirst du merken, dass dieselbe Kugel ist, bloß die krümmt sich als Innenkugel. Das heißt, wenn ich es ganz zusammenklappe, ist es ein Tetraeder, der sich in unendlich vielen Facetten dann zu einer riesengroßen, ausgedachten Kugel wird. Und wichtig, was ich jetzt sagen will, es geht nur um Facetten. Es sind lauter kleine Dreiecken. Ich strecke eine Ecke, und das wird meine D-Ecke, meine geöffnete Ecke. Moment, jetzt haben wir echauffiert. Du Heugler, zieh dir zuerst einmal den Balken aus den eigenen Augen, bevor du den Splitter in den Augen der anderen kritisierst. Kennt jeder. Das steht im Neuen Testament, da steht es in Altgriechisch. Jetzt schauen wir einfach einmal nach. Wir haben ja im Kopf alles drin. Was steht da im Original? Und da steht jetzt für Balken, steht Dokos. Jetzt das deutsche Wort Balken, Beal, heißt in Gott und Kenwism heißt Fundament. F unter ist eine Facette, unter lateinisch ist eine Welle, ich kann auch eine aufgespannte Existenz, ist eine geöffnete Schöpfung. Da ist Wissen und Mendio, Lügen verbreiten. Überlegen, ausdenken und Lügen verbreiten. Das Fundament, das ist der Balken. Das heißt, dass ich definitiv sage, zieh dir zuerst einmal den Balken aus den eigenen Augen. Augen übrigens, hebräisiert, Augen heißt Becken. Das sind jetzt so Sachen, wenn man hier forscht. Augen, A-G-N, Becken. Das wird umgekrempelt. Wir können auch einmal uns den Dokus anschauen, auf Griechisch. Das dauert ein bisschen. Da kommt auch das Dokument her. Fundament, Dokument. Der dauert ein bisschen, weil das ist zwar gut, zumindest haben wir Griechisch über der Buch drin, das einigermaßen funktioniert. Schau mal. Dokaso, beobachten, anpassen, zwei parallele mit Querstücken verbundene Hölzer. Einen Ort, um etwas aufzubewahren. Et heißt Zeit, eine augenblickliche Erscheinung. Dann kommt die Gabel, der Geist von Abel. Abel heißt nichts, der wurde vom Kain erschlagen. Kain schreibt sich Kin, das ist die affine Affenexistenz. Wenn ich jetzt das nachschaue, zeige ich euch. Und jetzt kommt hier Dokeo. Dokeo ist das Verb von Dokos. Und da wird es jetzt ganz interessant. Ihr müsst das, lassen wir mal weg. Ich werde euch das gern Wort für Wort erklären. Da heißt es hier Dokeo. Dokeo heißt scheinen, den Anschein haben, wird aber dem wirklichen Sein entgegengesetzt. Das heißt, das, was einen Anschein hat, ist all das, was existiert. Das Existierende ist entgegengesetzt des wirklichen Sein. Alles, was existieren, heraustritt aus dir, sind Gedankenwelt, das wirkliche Sein ist ewig. Das heißt dazu, das ist das alte, einfacher übersetzt, ist Dokeo, heißt etwas glauben, für richtig halten. Fälschlicherweise, muss ich sagen, den Anschein haben. Schauen wir mal nicht das Schönere, ich
müsste in ein neueres rein. Schaut, da steht immer, wenn so kleine Erklärungen dabei, das ist also hier lächerlich noch, das erklärt noch lange nicht alles. Habe ich euch Angst gemacht? Das Schöne ist, ich bin doch da, ich mache doch das alles für euch. Dem wirklichen Sein entgegengesetzt. Das sind in gewissem Maß Lügen und das Dokos. Ah. Wieso geht's nicht? Weil wir da Endess hinmachen müssen? Sieh doch jedes Kind, dass ich da was falsch gemacht habe. Das heißt, der Balken, das ist Beal in Gottes, praktisch ein Fundament. Besonders die, welche die geöffnete Ecke des Hauses bilden und bilden, Beelet heißt im Kind. Die geöffnete Ecke im Kind wird gebildet. Und nochmal, das Verb dazu, Dokea, heißt einen Anschein haben. Dem wirklichen Sein, dem eigenen Sein entgegengesetzt. Entgegen, das was Gek wiederum, heißt auf Hebräisch Dach. Soll ich es euch zeigen? Gek, 3-3, das sind die Ziffern 3-3. Darum heißt es den Wert 6. 6 ist Aufspannen. Das ist das Dach. Alles, was du dir denkst, ist ausgedacht. Stimmt oder stimmt? Übrigens 3-3 kann ich auch 33 lesen. Und sobald ich hier statt 3-33 eingebe, was kriege ich dann? Die Welle. Das ist aber, wenn man ein Dach hier, ein Gack hier machen, muss eins dagegen stehen. Gleichzeitig. Ein Gag, ein Einhorn, wir waren beim Karren und eins unten. Du bist die Mitte. Es kann nicht Gag eben, Geist ist eben. Wenn wir aus uns etwas heraus haben, entsteht automatisch, weil Ben eine polare Existenz ist, ein Gegenteil. Ich hoffe, ihr kriegt einen Hauch, dass die Sprache schon Formen sind. Wenn ich jetzt Zahlen einsetze, können wir damit rechnen. Es ist ein Computerprogramm. Und nochmal, du bist der Erste in deiner Welt, der das von mir jetzt erklärt bekommt. Du Geist, ich rede immer mit einem Geist. Ja, wenn das so einfach ist, sagen dann manche, warum hat es dann noch keiner entdeckt? Ich sage, du hast 6 Sätzen, du hast mich immer noch nicht verstanden. Die Figuren in deinem Traum, die sind so, wie du sie dir ausdenkst. Und bevor du das nicht weißt, kannst du dir keinen ausdenken, der das weiß. Ich mache jetzt, ich weiß es und ich denke mir jetzt welche aus. Und dann erzähle ich das, wohlgemerkt nicht den Figuren in meinem Traum. Weil in Wirklichkeit, aber ich lass uns da ganz kurz weitermachen, sonst kommen wir überhaupt nicht weiter. Wir sind doch immer noch beim Ellinger. Was da, jetzt schau doch mal hin. Jetzt zieh dir eine, wie eine Kugel aus dem Weltraum. Noch mehr kippen. Stopp. Und jetzt kippt er den und jetzt mache ich die Kugel kleiner. Der verändert nur einen Spiegel. Seht ihr, ich gehe oben rum. Ich jetzt geh um ist es wieder hoch. Und jetzt mache ich wieder das größer, bis das unendlich ist. Er verändert nur diesen, wenn das die Ecke ist, diesen Spiegel kippt er so. Und wenn du dann rundherum einschaust, ist wie eine unendliche Fläche, die zu einer Sphäre wird. Stopp. Seht ihr das? Was soll uns das jetzt sagen? Zerbrecht euch den Kopf nicht, da müssen wir sehr in die Zahlen, in die Geometrie. Und dann wirst du merken, wie Tesserakt und all das Zeug. Das Problem der raumzeitlichen Physik ist, dass die meinen, wir haben eine Dimension, eine zweite Dimension, eine dritte, eine vierte. Und dann kriegst du Aussagen von einer hochgradigen Schizophrenie. Stephen Hawking, der ist ja so gescheit. Das ist einer der größten geistigen Tieflieger, die es überhaupt gibt. Roger Penrose, dann liest du Bücher, übrigens alles stimmt, aber was die sagen, dann pass auf, da fallen dann plötzlich in den Formen Worten wie Singularität, singulare Fleckenräume. Ich sage noch, ein größeres Oxymoron kann man gar nicht schaffen. Singular heißt nämlich eins. Flächen sind keine dreidimensionalen Räume, singulare Flächenräume, weil sie versuchen, was die Formen darstellen, die man so leicht erklären kann, das erkläre ich jedem neugierigen 13-Jährigen. Der muss nur neugierig sein. Das Wissen, das reine Schulwissen des kleinen 1x1, es raucht aus. Ich hoffe, ich komme noch dazu, den Kammerton A, dass wir uns dann das einmal vom Heinrich Hertz anschauen, was in den Büchern drin steht, wie der die unsichtbare Strahlung entdeckt hat, die elektromagnetische Strahlung. Das hat er anhand von Berechnungen entdeckt. Eine Berechnung ist das, was du dir ausdenkst. Das heißt, du kannst dir alles ausdenken, ändere einfach deine Formen. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Die Schwierigkeit ist, in dieser Ebene, wo du jetzt bist, erzeugst du mit Glauben genau das Gegenteil. Obwohl das schon so funktioniert. Jetzt pass auf, du kriegst von mir das zu sehen, was du im tiefsten Innern glaubst. Gut? Verstanden. Das ist die eine Seite. Das verwirklicht sich. Sobald ich in dir einen Wunsch auftauchen lasse, muss dir eins klar sein.
Wenn du dir jetzt irgendwas wünschst und jetzt schau wieder in dich rein, dann glaubst du doch, dass du das nicht hast. Obwohl du das doch besessen hast, bevor du dir das ausgedacht hast. Weil das wirkliche Besitzen, Besitzen zwei, ist es Einssein. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte gesund werden, glaubst du im tiefsten Innern, dass du krank bist? Du bist nicht krank, weil du dir ein Virus eingefangen hast, sondern du bist krank, weil du glaubst, du bist nicht gesund. Wenn du jetzt natürlich gesund bist und sagst, Mensch, geht's mir heute gut? Stimmt? Kennt jeder den Zustand? Mensch, geht's mir heute gut? Muss im selben Moment in deinem Hintergrund, das ist dir Unbewusstsein, ein Wissen da sein, dass dir krank gegangen ist und dort natürlich logischerweise nicht gleichzeitig gesund und krank sein kannst, warst du vorher krank. Psst. Ist jetzt schön still gewesen für einen Moment. Habt ihr das gehört? Stille kannst du nicht hören. Sobald du Stille an Stille denkst, entsteht im selben Moment der Lärm, den du dann entweder wieder vorher zeitlich, weil du nicht in der Lage bist, den Berg und das Tal gleichzeitig zu denken, weil in dir deine Matrix zwanghaft permanent jeden Gedanken, der jetzt da ist, eine Hälfte nur da ist und die andere schiebst du irgendwo anders hin. Ja, wenn Zürich da ist und Wien da ist, es ist beides hier. Es rote hier, aus dem roten hier entspringen kleine blaue Hirs, die ich definiere. Mit Jetztpunkt ist es genauso. Da kommen wir noch dazu, wir sind ja immer noch, wir haben den 12. und den 13. Die Geburt des Jupiter Christus. Jetzt müssen wir für unseren Lothar dieses Monteur haben, aber man sieht es, glaube ich, dass das jetzt von oben gesehen eine Kugel ist, die aus zwei Hälften... Zwei Dreiecken besteht. Das ist die Dreiecke, ist schlichtweg und einfach, wenn eine Skypen... Das ist dieser Tetraeder. Moment. Das ist das eine. Jetzt, was ich jetzt zweidimensional gemacht habe, ist jetzt nur dreidimensional, ist ja trotzdem zweidimensional. Und schaut einmal, der rote, der Sandtetraedon, das ist die Red-Pyramide und die Earth, die Blue, ihr lügt euch das Blaue vom Himmel herunter. Was sagt man, wenn einer blauäugig ist? Der hat blaue Ecken. Der ist nicht ganz bachen. Blau übrigens, das hebräische Wort für blau, das wollen wir noch ganz kurz anschauen. Für die, die es nicht wissen, schreibt sich Kafchol. Kol hat man schon. Kaf als Vorsilbe heißt wie. Das ist die Augenschminke. Augen sind die Becken. Scham haben wir wieder unser Namen, unser Wort, unser Dort. Jetzt, wie gesagt, Shin-Mem, diese Buchstaben, als Shem ausgesprochen heißt Name. Scham ist es Dort und es heißt auch noch Wort. Dann haben wir einen doppelt aufgespannten, geöffneten Ort. Und das sind die Namen. Jetzt können wir da tiefer reingehen. Und dasselbe heißt auch blau. Blau schminken, die Augen, die Becken blau machen. Die blaue Erde. Erde heißt erwecktes Wissen. Jetzt ist aber die Vorsilbe Kaf, heißt wie, und Kol ist das Weltliche. Das Blaue ist wie das Weltliche. Darum hast du in einem Traum auf deinem Monitor eine blaue Erdkugel und einen blauen Himmel und ein blaues Meer, weil du nur die Oberfläche siehst. Du gehst nicht in die nächste Stufe, in die Tiefe der Matrix. Ich kann nicht oft genug sagen, alle Schwätzer, die dir was von Matrix erzählen, sind trotzdem tiefgläubige Materialisten, zumindest sind es einfach nur vergängliche Gedanken in deinem Kopf. Mach dich darauf gefasst, dass du mit mir ewig zu tun haben wirst, du Geist, der du mir jetzt zuhörst. Ich habe dir schon mal gesagt, ich bin doch hier, schaut, der Menschenfischer. Und du hängst schon längst an meiner Angel. Ich könnte jetzt zum Jan sagen, du bist an meiner Angel, hast du vor 20 Jahren schon anbissen. Oder der Klaus rein hat mit so ESO-Zeug und so Kacke nichts zu tun gehabt, bis er das, genau dieses Zeug gesehen hat. Das hat ihn so weggeflasht. Und in dem Moment hat er anbissen. Wobei das Schöne ja, wie ich immer sage, keine Sekte ist. Ups. Keine Sekte ist. Und jetzt ist natürlich, dass ich so unendlich Zeit habe. Ich bin so unendlich geduldig. Ich lasse dich wieder wenn ins Meer schwimmen. Das heißt, ich gebe dir Leine, dann hole ich dich wieder ran, dann gebe ich dir wieder Leine. Dass du müde wirst. Ich mache dich zuerst einmal müde.
Aber du musst dir keine Gedanken machen, aus kommst du nicht, wenn du angebissen hast. Und ich will dich aus der Zeit herausholen. Wenn man hier drin ist, du mal, wenn du ganz langsam zumachen, die Kugel wird immer größer. Stopp! Nur bis. Ich glaube, das reicht. Du mal nicht so viel Zeit.